Wohin steuert die Ukraine? Demokratiebewegung in China. Unterwegs mit 5 Bürgerrechtlern. Aktuell, investigativ, kompromisslos. Thema Dienstag ab 20.15 Uhr auf Arte. Viel mehr als eine Passion. Ich will nur ein Pferd zum Reiten. Ein Pferd, das du reitest, gibt dir so viel zurück. Es gibt nichts, womit du das vergleichen könntest. Es ist einfach wunderbar. Eine Obsession. Fühlt sich gut an, nicht, Luisa? Kapriolen, Pirouetten und Paraden. Das hält Bruno Ganz und Marina Hens auf Trab. Wilder Wille. Mittwoch um 20.15 Uhr auf Arte. Besuch in Tbilisi, der multikulturellen Hauptstadt Georgiens. Metropolis. Um 17.35 Uhr hören Sie das Lied vom Leben des Chansonniers und Anarchisten Leo Ferré. Und um 18.30 Uhr dreht sich alles um Wiener Walzer, aber in der Version der Wiener Schule. Kultur am Sonntagnachmittag. Los geht's mit Metropolis. Herzlich willkommen bei Metropolis. Metropolis. Das Mädchen mit dem Pferdeschwanz. Metropolis begleitet Picassos späte Muse ins südfranzösische Valoris. Die Odyssee afrikanischer Flüchtlinge. In Helsinki trifft Metropolis den finnischen Comiczeichner Ville Tietäväinen. Die Kindheitserinnerungen einer Nachgeborenen. In Paris besucht Metropolis die Schriftstellerin Alba Arika. Doch zunächst reist Metropolis in die georgische Hauptstadt Tiflis, Tbilisi. Einst kreuzten sich hier die Karawanenstraßen vom Schwarzen Meer nach Persien, Indien und China. Heute ist Tiflis die Metropole eines kleinen Landes im Kaukasus mit nur 4,5 Millionen Einwohnern. In den 90er Jahren verließen viele Künstler ihre Heimatstadt. Jetzt